Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute ein nicht ganz so erfreulicher Blog. Es geht um die verheerenden Regenfälle inklusive der Überschwemmung in Hiroshima. Ich bin von vielen Kunden angeschrieben worden, wollten alle wissen, ob es Konishi auch getroffen hat. Man hat es ja in den Nachrichten gehört, es hat dort mächtig geregnet. Makoto hat mir vor 4 Tagen die ersten Videos geschickt, da hat es binnen 24 Stunden 250 Liter geregnet. Also 250 Liter auf dem Quadratmeter heißt 25 Zentimeter hoch. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich weiß noch, letztes Jahr, als ich mit Ralf gerade nach Japan kam, standen wir im Glashaus. Und dann kam ein Gewitter und ich sage Ihnen, das war tagsüber, ich habe hier auch schon viele Gewitter erlebt, aber so ein Regen und vor allem so nachhaltig, so gleichmäßig, so kontinuierlich und vor allem so stark, habe ich noch nicht erlebt. Auch Ralf hat gesagt, das ist ihm neu. Und Konishi hat uns dann auf dem Regenradar gezeigt, dass die Gewitterzelle genau über der Stadt Hiroshima lag. Und er sagte, wenn es jetzt so, ich weiß es nicht mehr, glaube 5 oder 6 Stunden durchregnen würde, dann beginnt dann in Hiroshima würden die ersten Erdrutsche beginnen. Und der Erdrutsch ist das, was man in Japan wirklich fürchtet, und vor allem in der Präfektur Hiroshima. Hiroshima hat eine ganz besondere Bodenbeschaffenheit. Da sind irgendwelche verschiedene Erdschichten. Und wenn dann zu viel Regen in zu kurzer Zeit auf einmal kommt, dann beginnt der Boden zu rutschen. Vor 4, 5 Jahren war mal, das kam auch sogar in der Tagesschau, dass am Ortsrand von Hiroshima ist ein Erdrutsch gewesen. Nachts sind, glaube ich, 70 Leute ums Leben gekommen. Und das ist nur ein Steinwurf von Konishis Farm entfernt. Und Konishi hat auch jedes Mal, wenn es so stark regnet, hat er Angst, dass seine Farm abrutscht. Auch das ist theoretisch möglich, weil der Boden ist dort natürlich überall. Und jetzt hat Makoto natürlich, als ich ihn gefragt habe, ist auch den Naturteilen was passiert, er hat gleich gesagt, Nibu hat es erwischt. Sie sehen gleich im Anschluss an meine Ansprache, sehen Sie noch Videos, die mir Makoto heute geschickt haben. Also an unserem Naturteich Nibu hat es den Damm weggerissen. Und der Naturteich ist dann bis auf wenig Wasser ist er leer gelaufen. Ein paar Koi schwimmen noch in Mibu. Wir wissen im Augenblick nicht, wie viele sind verschütt gegangen. Die werden natürlich nach unten in die Reisfelder gespült. Das überleben die auch nicht. Und viele andere Naturteiche hat es so stark geflutet, dass sie am Schluss das Wasser notabgeflossen ist über den Mönch. Unsere ganzen betonierten Naturteiche, die haben natürlich irgendwo oben ihr Maximum, ihr Level. Und wenn das überschritten wird, dann können da die Koi natürlich auch raus. Also wir können es im Augenblick noch überhaupt nicht sagen, wie hart uns das getroffen hat. Ein Naturteich Mibu ist zerstört. Die anderen, viele andere wurden überflutet, sind Koi rausgegangen. Aber das wirkliche Ausmaß, was uns getroffen haben wird, das sehen wir dann erst im Herbst bei der Ikeage. Das ist natürlich nicht erfreulich, aber Konishi sagt mir schon seit Jahren, die Klimaerwärmung, die Wetterveränderung, die trifft Japan besonders hart. Die Regenfälle werden stärker. Es ist nicht mehr das Erdbeben mit Tsunami, was der Japaner derzeit am meisten fürchtet, sondern die Überschwemmung. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. In anderen Teilen Japans hat es noch stärker geregnet. Hiroshima waren es 250 Liter auf dem Quadrat. In Kyoto waren es ganze 400 Liter auf dem Quadrat. Das muss ich mal überlegen. Und seit Jahren trifft es auch immer wieder Fukuoka. Das ist auf der südlichsten Insel auf Kyushu, wo die Ogata-Koi-Farm ist, und die haben da auch regelmäßig mit zu kämpfen. Letztes Jahr war es eine große Koi-Farm, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, die haben auch einen kompletten Naturteich verloren, so wie Mibu, und da hatte allerdings der Koi-Farmer noch Glück, weil er war einige Stunden zuvor noch auf dem Damm gestanden, den es dann weggerissen hat, und nur Gott weiß, was passiert wäre, wenn er zu dem Zeitpunkt auch dort gewesen wäre. Und Konishi, wir haben Ihnen letztes Jahr den neuen Naturteichpark gezeigt für die Babyaufzucht. Sie werden dieses Jahr im Herbst sehen, der wird weiter ausgebaut. Konishi hat da sehr, sehr große Ländereien gekauft und er ist wirklich am Überlegen, ob er dort, nicht am Überlegen, sondern er ist schon dabei, mehr und mehr Naturteiche dort zu bauen, um eben dem Risiko der Erdrutsche zu entgehen und die Konishi-Koi-Farm auf sicherem Boden zu bauen. So, jetzt wissen es alle. Und so war es dieses Jahr in Hiroshima und ich kann Ihnen sagen, es vergeht kein Koi-Jahr, wo nicht irgendeine kleinere oder größere Katastrophe das Hobby begleitet. Machen Sie es gut in diesem Sinne und bis zum nächsten Blog. Tschüss.